Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Im letzten Part haben wir die Story abgeschlossen und sind jetzt nun nach der Story hier dran, noch die Platin zu machen. Ich habe das Spiel gerade gestartet, ihr habt gerade gesehen, hier eine Trophäe ist noch aufgeploppt. Die ist wahrscheinlich dann, dass wir hier die Story quasi komplett fertig haben. Aber wie ich bereits im letzten Part schon sagte, wir haben noch einiges zu erledigen. Der erste Schritt wird jetzt hier in diesem Part hier passieren. Ich werde das allerdings so handhaben, dass ich hier sehr viel aufnehmen werde. Und das dann wieder, wie ich das zwischenzeitlich im Projekt auch gemacht habe, das Ganze trennen. Ich habe das in Storm 2 zum Beispiel so gehandhabt, dass ich am Ende das Fragment und alles, was noch nötig war zu holen für die 100%, in einem Video verpackt habe. Das werde ich jetzt dieses Mal nicht machen. Ich werde es jetzt so machen, dass ich wirklich alles, was wir so in dieser Form hier noch machen müssen, können, etc., wie auch immer für die Platin, dass das in mehreren Parts sozusagen unterteilt wird. Ich werde dann hier vor jedem Part dann immer noch kurz einreden, was dann in dieser Zeit passiert oder in dieser Zeit, wo wir halt die Parts machen. Aber beginnen wir erstmal hiermit. Ich werde auch öfters mal was zu dem ganzen Geschehen hier erzählen. Allerdings werden einige Dinge auch unkommentiert bleiben, weil ich denke mal, alles zu kommentieren hier ist nicht immer sinnvoll. Das ist jetzt zum Beispiel hier etwas Neues, das habt ihr gerade gesehen. Aber ihr kennt das auch aus dem zweiten Teil. Wir haben nämlich gerade hier einen Vogel bekommen, beziehungsweise ein Vogel kam auf uns angeflogen. Hey, was ist das denn? An Izumo. Ich bin bereits in Sunagakure angekommen. Los, komm jetzt schnellstens her. Von Kutetsu. Izumo. Izumo? Das ist doch ein Konoha Chunin, oder? Ja. Eigentlich sollte Naruto die kennen, weil gerade in Storm 2 waren die am Anfang ab und zu vertreten. Warum er das vergessen hat, vielleicht hat er Alzheimer, wer weiß das schon. Es hilft nichts. Den Brief muss ich ihm wohl bringen. Genau, jetzt haben wir den Kutetsu-Brief erhalten. Das Wichtige oder Entscheidendste ist jetzt auf jeden Fall, dass wir hier noch einiges machen, was jetzt hier in diesem Dorf vonnöten ist. Es gibt noch ein paar Trophäen oder einige Trophäen, die wir holen können. Manche sind deutlich einfacher zu kriegen, bei anderen werden wir ein bisschen Zeit brauchen. Hier sehen wir zum Beispiel oben von den ersten Teil, beziehungsweise eine Schriftrolle. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall zwischenzeitlich dann meine Klappe halten, nur wenn es um was Neues geht. Quark, hallo. Was zum hat dieser Frosch gerade etwas gesagt? Ich bin Gekko Matsu vom Miyubuku-Berg. Ich bin heute hier, weil ich dich um einen Gefallen bitten will. Quark. Miyubuku, der Berg, auf dem ich trainiert habe? Mann, du bist aber weit weg von zu Hause. Wie geht's den alten Eremiten? Das kann warten. Hör erstmal nur zu, was ich zu sagen habe. Quark. Schon gut, schon gut. Also, was ist das für ein Gefallen? Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Quark, ich möchte, dass du Chakra-Fragmente sammelst. Chakra-Fragmente? Genau, diese Fragmente liegen überall herum. Ich brauche sie dringend.
aber ich bin klein, wie du siehst. Ich kann nicht einfach in der Ninja-Welt umherwandern. Nicht so. Moment mal, was sind das denn genau für Chakra-Fragmente, von denen du sprichst? Du sagst, es gäbe sie überall, aber ich habe noch nie welche gesehen. Das kommt, weil du nichts hattest, mit dem du die Fragmente sehen könntest. Quack. Damit kannst du sie sehen. Hier gleich neben mir sind welche. Siehst du sie? Du hast die Chakra-Gebetskette von Gekko Matsu erhalten. Chakra-Gebetskette. Kommt uns ein bisschen bekannt vor von Tsunade. Wahnsinn, ich kann sie sehen. Das sind also Chakra-Fragmente. Stimmt, Quark. Ich möchte, dass du sie für mich sammelst. Ich möchte nämlich diesen Stein funkeln lassen. Froschstein von Gekko Matsu. Was ist das? Das ist ein Froschstein. Es war der Schatz meines Großvaters. Er funkelt in allen Farben des Regenbogens. Hübsch. Wirklich? Also ich sehe überhaupt keine Farben. Für mich sieht das wie ein total gewöhnlicher Felsbrocken aus. Du hast recht. Vor kurzem hat er alle Farbe verloren. Mein Großvater ist deshalb sehr traurig. Deshalb suche ich nach etwas, das den Stein wieder funkeln lässt. Und das sind die Chakra-Fragmente der Ninja-Welt. Und um sie zu sammeln, brauchst du mich, ja? Du hast es erfasst. Weil du schon beim Myoboku-Berg warst, dachte ich, du könntest vielleicht helfen. Ja, das machen wir natürlich. Und wir kriegen dafür auch eine Ninja-Welt-Zeitleistenseite. Aber das ist natürlich eine Mission, die wird ein bisschen länger dauern. Du tust das also für deinen Großvater, ja? Das ist echt cool. Und es ist klar, dass ich dir helfe. Wirklich? Oh Mann, das ist super. Ich muss also einfach nur rumlaufen und Chakra-Fragmente auflesen, stimmt's? Genau, und dafür darfst du den Stein erstmal behalten. Quack. Sollte sich seine Farbe auch nur ein winziges bisschen ändern, bringst du ihn hierher zurück. Chakra-Fragmente sammeln. Sammle Fragmente. Chakra-Fragmente können unterwegs gesammelt werden. Nachdem du eine gewisse Menge gesammelt hast, beginnt sich die Farbe des Froschsteins zu verändern. Mit Hilfe des Startmenüs den Status des Froschsteins prüfen. Wenn sich seine Farbe ändert, bringe ich ihn dir zurück. Alles klar, habe ich verstanden. Dann fange ich mal an. Danke, ich zähle auf dich. Quack. Also gut, wo fange ich denn das Sammeln an? Tja, Fragen über Fragen. Am besten einfach mal überall nachgucken. Also es wird relativ viel erkunden wieder sein, was wir machen müssen. Aber das finde ich ja geil, also das habe ich beim zweiten Teil auch gemocht. Beim zweiten Teil war die Platin allerdings grundsätzlich schwieriger, weil man am Ende auch sämtliche Titel gebraucht hatte. Dafür musste man auch online spielen, aber das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. So, schaut mal, wen wir haben. Hallo, ein Vogel hat versehentlich diesen Brief bei mir abgeliefert. Oh? Sumo. Hä? Er ist zu dir gekommen? Mann, irgendjemand sollte diesen Vogel feuern. Uto hat Isumo den Brief gegeben. Vielen Dank fürs Helping. War keine Mühe, aber hör mal, was? Ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht auch mit Botenvögeln arbeiten könnte. Botenvögeln arbeiten, du? Also mit Botenvögeln, das kennen wir ja, wie gesagt, bereits aus dem zweiten Teil. Also eigentlich ist das nichts Neues. Darf ich das etwa nicht? Klar, ich denke, man würde es dir schon erlauben. Es ist nur, die Prozeduren dafür sind ein bisschen... Ach egal. Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Brief hergebracht hast und werde mich für dich um alles Notwendige kümmern. Dankeschön. Klasse, danke. Ich melde mich per Botenvogel bei dir, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Aber du musst geduldig sein. Jawohl. Gut. Also wie gesagt, hier werden wir ab und zu auch natürlich dann hin zurückkehren, vor allem wenn wir hier weitere Chakra-Fragmente eingesammelt haben. Geht immer wieder hier zu gucken, wo sich was aufhalten kann. Oder wo man etwas auffinden kann. Gerade die Fragmente, so viel wie hier rumliegen. Im ganzen Dorf werden wahrscheinlich welche sein. So. Warum wir hier sind, ist auch relativ einfach erklärt. Ich wollte euch diesen Bereich hier auf jeden Fall mal zeigen. Hier waren wir so in dieser Form noch nicht drin, aber das ist der Kollege. Zeige ich euch. Was ist denn?
Wenn du was zu erledigen hast, sag's einfach frei heraus. Genau. Da erstmal Team aufstellen, Mitglieder auswählen. Wenn du mit dem Ninja im Hokage-Raum sprichst, kannst du Teams zusammenstellen. Wähle die Charaktere aus, die am Kampf teilnehmen sollen. Auch das kennen wir ja. So, mal gucken, aber wen wir mitnehmen. So, gerade hier in dem Teil war Mifune immer relativ gut eigentlich. Ich finde es auch lustig, dass wir hier auch die Supports quasi mitnehmen können. Wie war das nochmal? Ich glaube. Ja, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. So, jetzt nehmen wir die alle mit. Und können auf diesem Wege weiterhin das Dorf erkunden. Aber das war mir jetzt wichtig, dass wir hier andere Teamcharaktere noch mit dabei haben. Das macht das Ganze dann ungemein einfacher. Und guck mal, hier haben wir schon wieder neue Fragmente. Die sind relativ oft, wie gesagt, zu haben. Schauen wir auf jeden Fall mal weiter. Hier haben wir zum Beispiel dann eine weitere Mission. Die wir direkt mal hier angreifen können. Hä, was macht ihr denn alle hier? Ja. Hey, tolles Timing. Ich wollte dich gerade holen, Naruto. Mich? Was ist denn los? Danke. Sieh uns mal genau an. Was haben wir gemeinsam? Was ihr gemeinsam habt? Ihr seid einfach Shikamaru, Shoji und Kiba. Was denn sonst? Ein Faulpelz, ein Fresssack und ein Angeber. Habe ich uns vergessen. Geil. Wie wär's mit einem Hinweis? Denk doch mal an unsere Zeit in der Ninja-Schule zurück. Ninja-Schule? Soweit ich mich erinnere, wart ihr drei ständig in Schwierigkeiten, stimmt's? Ach, und du nicht, oder was? Genau wie du. Richtig, Kiba. Das habe ich auch gerade gedacht. Wir haben Sensei Iruka sicher eine Menge Ärger gemacht. Was? Wir haben Sensei Iruka sicher eine Menge Ärger gemacht haben. Ein super deutscher Satz. Seitdem sind wir aber alle sehr viel reifer geworden. Deshalb haben wir über ein Geschenk für die Person diskutiert, die uns geholfen hat, erwachsener zu werden. Ach ja? Natürlich wollen wir, dass du da ebenfalls mitmachst. Frühere Problemkinder. Shikamaru und seine Freunde wollen Iruka, ihrem ehemaligen Betreuer in der Ninja-Akademie, etwas schenken. Hilf ihnen, sich bei Iruka zu bedanken. Natürlich. Bester Mann. Quasi wie unser großer Bruder, wenn man so möchte. Also gut, reden wir. Ich möchte Sensei Iruka auch gerne ein Geschenk machen. Gut, wir haben schon besprochen, was wir ihnen am besten schenken sollten. Immer einen Schritt voraus. Was, Shikamaru? Anscheinend mag Sensei Iruka Bäder in den heißen Quellen. Wie wär's, wenn wir ihm einen Trip dorthin spendieren? Eine Kuh in den heißen Quellen hört sich zwar altmodisch an, aber irgendwie passt das ja zu Sensei Iruka. Das scheint echt die beste Idee zu sein. Ja, das ist absolut perfekt, um Iruka glücklich zu machen. Also gut, dann ist die Sache beschlossen. Aber Shikamaru, wie bekommen wir denn eine Fahr- und Eintrittskarte für so einen Trip zu den heißen Quellen? So viel Geld haben wir doch überhaupt nicht. Genau das ist ja das Problem. Da müssen wir eben Geld verdienen. Wir alle. Was? Also echt, irgendwie muss es doch einen schnelleren Weg geben. Findest du nicht, Shikamaru? Nein, ich bin ganz Narutos Meinung. Sensei Iruka würde sich bestimmt nicht freuen, wenn wir das Geld durch Glücksspiel oder so bekämen. Wenn er jetzt gesagt hätte, Glückskekse. Ja, Mann. Da hast du recht. Und selbst wenn er es nie herausfände, es fühlt sich einfach nicht richtig an.
Stimmt, ein Geschenk, das nicht von Herzen kommt, ist kein richtiges Geschenk. Schön, dann arbeiten wir eben hart und bereiten Sensei Ruka eine Überraschung, die er niemals vergessen wird. In Ordnung. Jus? Die Unternehmung, ein Geschenk für Sensei Ruka, beginnt jetzt. Eigentlich müssten überall Leute unsere Hilfe brauchen können. Dafür geben sie uns dann ein kleines bisschen Geld. Yasa! Und wenn wir genug beisammen haben, treffen wir uns wieder hier. Alles klar. Rege die Aufträge. Erfülle Aufträge und verdiene dir Belohnung, damit du Sensei Ruka etwas schenken kannst. Dafür musst du 20 Aufträge erledigen. Was nicht wenig ist, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir müssen Sensei Ruka glücklich machen, also strengen wir uns ordentlich an. Also 20 Aufträge wird auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Die meisten unserer Aufträge haben wir ja noch gar nicht begonnen. Hä? Hey, das ist ja ein Vogel. Naruto, ich bin mit dem Antrag bezüglich der Brieftaube fertig. Du kannst sie jetzt nach Belieben nutzen. Toll, er hat es geschafft. Jetzt kann ich Briefe an alle möglichen Leute schicken. Ich bin schon ganz aufgeregt. Briefe und Freundschaftsstufen. Da du jetzt Briefe empfangen und verschicken kannst, ist es dir möglich, mit befreundeten Charakteren zu korrespondieren. So kannst du die Freundschaftsstufen deiner Freunde anheben. Auch das kennen wir ja aus dem zweiten Teil. Briefauslöser. Wenn die Freundschaftsstufe eines Freundes auch nur ein bisschen ansteigt, schickt er dir einen Brief. Bemühe dich also, verschiedene Ereignisse abzuschließen und Freundschaftsstufen anzuheben. Mamba. Kriegen wir hin. Finde ich gut. Da ist auch Iruka. Die Farbe des Froschsteins hat sich verändert. Oh hey, die Farben haben sich verändert. Das zeige ich Gekomatsu und überrasche ihn. Farbwechselnder Froschstein. Gekomatsu Bericht erstatten. Weil du Chakra-Fragmente gesammelt hast, hat sich die Farbe des Froschsteins verändert. Berichte Gekomatsu vom Farbwechsel. Denn vielleicht bekommst du als Dankeschön ein Geschenk. Okay. Dürfen wir also den Weg wieder zurücklaufen. Ich werde aber gleich hier auf jeden Fall den anderen Weg nochmal laufen. Eigentlich könnten wir auch rein theoretisch auch jetzt das Abenteuer so abschließen oder weitermachen. Aber ihr seht nämlich auch, egal wie viele Fragmente wir jetzt sammeln, sobald es eine maximale Stufe erreicht hat, in dem Fall 500 von 500, geht es nicht mehr höher, egal wie viele Fragmente wir einsammeln. Deswegen ist es immer sinnvoll, direkt so schnell wie möglich zu Gekomatsu zu gehen. Hey Gekomatsu! Ich bin schon ganz hibbelig. Haben sich die Farben verändert? Schnell, lass mal sehen. Hey, immer mit der Ruhe. Würdest du bitte wieder runterkommen? Oh, die Farbe verändert sich. Das ist unglaublich. Du hast es geschafft. Allerdings sind das noch nicht annähernd Regenbogenfarben. Trotzdem ist es ein Fortschritt. Das macht mich wirklich froh. Echt? Das ist toll. Quark, weißt du, was mein Großvater mir gesagt hat? Er sagte, einen Gefallen solltest du immer zurückzahlen. Also dann, tada! Ich, Gekomatsu, werde dir hier und jetzt deinen Lohn überreichen. Hä, was hast du denn vor? Es ist ein super ultimatives Jutsu. Sogar auf dem Miyobuku-Berg wird es nur in meiner Familie weitergegeben. Ninja hier, Ninja da, dieses Jutsu erschafft Chakra-Wesen von allen möglichen Ninjas. Oh Mann, was ist denn das? Ganz ruhig, nur keine Panik. Das ist nur eins der von mir geschaffenen Chakra-Wesen. Ein Chakra-Wesen? Genau, das ist eine Kopie aus Chakra. Die meisten Menschen können es nicht sehen, aber wenn du diese Gebetskette hast, ist es dir möglich. Sie können nicht sprechen, aber im Kampf sind sie oft praktisch. Chakra-Wesen-Freunde, spezielle Freunde. Gekomatsus Chakra-Wesen können in der Hokage-Villa auf die übliche Weise in Teams eingeteilt werden. Es handelt sich dabei um spezielle Freunde, die nur an Kämpfen teilnehmen können. Bei anderen Ereignissen sind sie nicht beteiligt. Wahnsinn, du bist wirklich unglaublich. Chakra-Wesen Jiraiya wurde hinzugefügt und Order Shimaru.
Und jetzt kannst du Chakra-Wesen Charaktere in der Hokage-Villa-Teams zuteilen. Quark, komm wieder, wenn sich die Farbe des Steins erneut verändert. Dann werde ich dir auch erneut danken. Das wird allmählich interessant. Los. Gut, ich werde noch schneller Fragmente sammeln. Quark, ich zähle auf dich. So, jetzt auf 5000, also schon ein gutes Stück mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall, oder hätten wir die Möglichkeit, Jiraiya und Orochimaru dem Ganzen hinzuzufügen. Aber ehrlich gesagt, sind das jetzt nicht unbedingt die Charaktere, die ich hier viel in Kämpfen nutzen würde. Da gibt es noch ganz andere, die auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch dazukommen können. Und die werde ich dann auch definitiv mit hineinnehmen. Aber solange dies noch nicht der Fall ist, machen wir uns noch nicht die Mühe und wechseln. Das kommt alles noch früh genug. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich irgendjemand beobachtet. Bilde ich mir das nur ein? Naruto! Sensei Ibisu. Schrankperverser? Ich brauche in einer gewissen Sache wirklich deine Hilfe. Hör mir bitte zu. Ein Irrer nach dem anderen. Der Held ist wieder da. Ibisu, ein plötzlicher Auftrag Ibisus. Fühlst du dich deshalb vorher beobachtet? Übernimm den Auftrag und kläre die Angelegenheit auf. So, dies war nun der erste Teil meiner langen Aufnahmesession nach dem normalen Spielverlauf. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben das Spiel zuvor jetzt beendet im letzten Part. Jetzt sind wir hier drauf und dran, das Spiel noch zur Platin zu vervollständigen. Wir beginnen jetzt hier also, oder haben jetzt hier begonnen mit dem ersten Teil. Es werden jetzt nach und nach hier mehrere Parts kommen. Ich habe jetzt hier in der Zeit schon angefangen, mehrere Aufnahmesessions aufzunehmen. Und ich werde gucken, wie ich das handhaben werde, wie ich jetzt hier die Parts zusammenschneide. Vielleicht werden die Parts ähnlich lange werden wie jetzt. Es kann aber auch mal vorkommen, dass es ein bisschen länger sein wird. Ich schaue einfach mal, wie es passt. In diesem Sinne verabschiede ich mich auf jeden Fall jetzt an der Stelle. Dies ist jetzt der erste Teil hier. Für den Teil nach der Story, wie ich es weiterhin mache, wie gesagt, werde ich noch sehen. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen wird und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, denn ich werde das Ganze jetzt hier immer am Ende des Parts nochmal reinnehmen und nochmal extra erzählen hier, was ich mir so in etwa bei dem Part gedacht habe etc. Wie gesagt, dieser war jetzt hier der Anfang, deswegen habt ihr jetzt hier auf jeden Fall die ersten Schritte gesehen. Manche Sachen werde ich auch noch mehr rausschneiden, andere Sachen wieder vorspulen. Schauen wir einfach mal. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.